Ja, wir sind heute mal kurz mit etwas beschäftigt, mit den Ladungen. Ihr seht hier meinen Ordner, wo mein Fallout 4 drin ist. Ich habe den direkt auf meiner SSD liegen. Da ist ein Ordner Steam. Dann haben wir Steam Apps. Dann haben wir Common, da sind meine Spiele drin. Dort ist mein Fallout 4 drin. Und dort ist der Ordner Ladung 100 drin. Ich habe ihn 100 genannt. Einfach weil die meisten 100 Stück sind. Wir produzieren also einmalig von jedem Material eine Ladung. Immer mit 100 Stück. Denn ihr seht ja selber, wie oft und wie schnell das Öl zum Beispiel alle war. So haben wir im ganzen Spiel die Möglichkeit, diese Ladung einzusetzen, und zwar bei jeder Siedlung, wo wir bauen können, haben wir auch das Material. Natürlich nicht im Übermaß. Wir haben kein Material im Übermaß. Beim letzten Mal in V4 Alternative in der Version habe ich ja bei jeder Werkbank diese Ladung aufgerufen. Das wollen wir nicht tun. Einfach aus Sicherheitsgründen, um sicherzugehen, dass uns nicht wieder alles abschmiert. Ich hatte das schon einmal gespielt. Ich meine in V2 oder in V3 oder sogar ganz am Anfang. Da war ich hauptsächlich in Nuka World am Anfang im V1. Und da habe ich das auch gemacht. Da habe ich die Ladung immer mitgeschleppt und nachgekauft, was dann notwendig war. Da habe ich aber auch sehr viele Ladungen installiert gehabt. Ich glaube, es waren sogar 1000 und mein Rechner hatte ganz gewaltig zu ackern. Diese hier werden irgendwann aufgebraucht sein, weil wir haben ja noch längst nicht alle Siedlungen. Und wir können auch nicht super groß bauen. Ne? Das wird also diesmal auch nicht der Fall sein. Aber ich möchte Sanctuary ausbauen und noch ein oder zwei andere. Zum Beispiel die Burg wäre noch ein guter Stützpunkt für den südlichen Bereich oder vielleicht sogar Spectacle Island, dass wir da irgendwann hingehen und das dort ausbauen. Ich glaube, die Burg ist besser geeignet, so dass wir im Land verteilt zwei große, extrem große Siedlungen haben, die wir auch wirklich ausbauen, und alle anderen kriegen nur das Allernotwendigste, nämlich Waffen, Essen, Wasser und fehlt noch was? Naja, was zum Schlafen natürlich, ne? Platz zum Schlafen. So. Alle sind 100 bis auf Holz. Das habe ich auf 200 gesetzt. Und Stahl sind auch 200 Packungen. Alles andere, wenn es alle ist, muss es nachgekauft werden. Knochen können wir nicht als Ladung bekommen. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt als Ladung gibt. Wenn ja, habe ich es hier nicht drin. Es sind insgesamt 31. Und Knochen finden wir ja auch überall. Ne? Die müssen wir nur halt mitnehmen. Genau. Und das rufe ich dann gleich im Spiel auf. Und, ne? So. Ich hoffe, ich habe es jetzt ins richtige Verzeichnis, in das Fallout 4 Verzeichnis, im Hauptverzeichnis muss es liegen, meine ich. Und dann geht's los. Bis gleich. So, wir sind wieder im Slog, wie ihr seht. Ada, bleib mal stehen. Du wirst benötigt. Ich habe ja noch Ladung in meinem Inhaltsverzeichnis. Diese Ladung bekommt jetzt Ada. Die verkaufen wir später. Das kann auch raus so. Ach was, Quatsch, das packen wir später weg. Okay. Das können wir gut verkaufen. Da haben wir noch einen kleinen Bonus. Wir werden das sowieso nicht zu den Preisen, die hier genannt sind, verkaufen können. Wenn wir Glück haben, kommen wir auf 1000 Kronkorken oder so. Dann haben wir nicht ganz so viel Verlust gemacht. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Du hast was Brauchbares gefunden, ja. Ich versuche jetzt die Ladung zu batchen. Und zwar die von eben, die Datei. Ich hoffe, es funktioniert. Es dauert einen kleinen Augenblick. So, da haben wir jetzt so eine komische Meldung. Nein, nicht nochmal, nicht nochmal. Moment. Ich will nur gucken, ob wir hier hochgehen können. Was das immer bedeutet, weiß ich nicht. Ich gehe aber jetzt einfach mal raus und dann gucken wir ins Inhaltsverzeichnis. Dann müsste ich das nämlich im Schrott haben. Jawohl, hier sehen wir es. Ne? Ihr seht aber auch, die Größen sind nicht immer gleich. 50, 50,
25 viel, ne? Ganz viele 25. Wir haben also nicht so arg viel übertrieben. Ja, Klebstoff ist eins von den wesentlichen. Holz 200, deswegen habe ich 200 auch genommen, damit wir genug Holz haben. Alles, was wir ab jetzt, wir müssen sammeln, wir müssen kaufen und wir müssen, können natürlich auch Ladungen nachkaufen. Das werden wir auch müssen. Wir werden gerade beim Öl wird das massenweise weggehen. Ne? Aber so haben wir immer Materialien dabei, die wir von Siedlung zu Siedlung mitnehmen. Bis auf die Drüse hier oben. Ne? So, jetzt packe ich die Drüse noch mal kurz hier rein. Hier stelle ich auch noch mal was vor, würde ich sagen. Ja, hier kommt keiner durch. Das ist zu. Und ich wollte noch die Drüse raustun. Ne? So, den Rest lassen wir jetzt hier. Wir haben, die wiegen nichts übrigens, ne? Die sind alle gewichtslos. So, jetzt gucke ich mal, was ich hier noch ablegen kann. Das können wir mitnehmen. Waffen, haben wir noch Waffen, die wir ablegen können? Ja, hier ist noch, Moment. Die Leuchtpistole muss ich mal gleich gucken. 204, ach, hier ist noch Outfit, ja. So. Genau. Habe ich jetzt den Mais gepflückt gehabt? Mais haben wir 23 Stück. Ich gehe nochmal Mais pflücken. Mais pflücken, genau. Wir haben hier, wir werden hier auch nicht sehr viel tun. Wir werden jetzt hier, nee, die haben wir gepflückt. Okay. Weil wir einfach andere, ja, wir wollen was anderes spielen. Ich will hier nochmal eine Wand vorsetzen oder einen Zaun. Mal gucken. Ich glaube, hier setze ich einfach eine Wand davor, ne? Eine Holzwand, eine einfache Holzwand, so. Moment, das geht da sogar rein, oder? Fast, ja. Cool. Das ist ja was ganz was Neues. Passt aber. Ich will mal gucken, ob die mit mir redet. Du findest mich jetzt schön. Dann hättest du mich mal vorher Oh cool, sehen was hast du dir für müssen. Sorgen? Ich will nur etwas Ich kann mit Ausrüstung denen nicht mehr getauscht. reden. Na klar doch. Ich muss mal gucken, ob Weißwind wieder mit uns redet. Komm, wir gehen noch mal zu Weißwind. Da ist er. Hallo, Weißwind. Danke nochmal für deine Oh, jetzt Hilfe. redet er wieder mit uns. Das ist gut. Das war aber auch wirklich im letzten Moment. Ja, ich weiß, dass hier viele Angriffe stattfinden können. Ich weiß auch, dass wir nicht eigentlich zu jeder verdammten Siedlung sofort hinrennen können. Hier oben stehen jetzt Waffen, dort stehen Waffen. Wir haben ums Haus herum erstmal ein paar Waffen aufgestellt. Ich will jetzt hier auch nicht sofort bauen. Wir haben hier erstmal gebaut, was notwendig war. Bis auf das Wasser. Das macht mir noch Schwierigkeiten. So. Hier ist aus irgendeinem bekloppten Grund kein Wasser vorhanden. Verlagern. Oder Moment. Vielleicht nehmen wir es sogar. Und verwerten das einfach mal. Und bauen das jetzt neu. Wasser. Wir brauchen hier Wasser. Wir kriegen hier. Vielleicht nehmen wir sogar so ein Wasser. Das sind dann schon 10. Moment, wo können wir die denn hinstellen, damit sie nicht im Weg stehen? Das wäre doch eigentlich hier schon gar nicht so schlecht. Dass wir hier immer schön Wasser haben. So, das wäre jetzt hier. Das Teil nehme ich mal weg. Da kann ich nämlich vielleicht noch einen hinstellen. Passt. So. Dann haben wir 40 Wasser. Ja. Hier kann keiner durchrennen. Nee, gut.
Gut, dann brauchen wir etwas Strom. Die haben immer 4, das heißt, wir bräuchten 20 Strom. Den Strom möchte ich hier hinstellen. Das nehme ich weg, das nehme ich auch weg. Dann brauchen wir aber vorher ein bisschen einen Zaun dahin. Moment. Was ist denn mit diesem hier? Nee, der passt nicht. Wir müssen doch noch einen anderen Zaun haben. Haben wir denn tatsächlich diesen hohen Zaun nicht? Nee, sieht so aus, ne? Was ist das? Das ist ein Schrottzaun. Da brauchen wir keinen Schrottzaun. Brauchen wir nicht. Nee, wir nehmen keinen Schrottzaun. Wir nehmen ganz normale Zäune. Können wir das so da vorschieben, oder? Da nehme ich keiner durch. Aber ein Stück zurück vielleicht, ne? So, ein bisschen schief. Ja, macht aber nichts. Sieht gut aus. Können wir so lassen. Soll nicht mal viel machen. So. Immerhin, er redet wieder mit uns. Er dreht sich zwar im Kreis. Wir haben noch kein Wasser. Moment, das Wasser wollten wir. Wir müssen hier. Moment, Moment. Oder vielleicht nach oben. Das wäre gar nicht verkehrt. Ich glaube, wir packen das da oben. Da habe ich die Platte weggenommen, ne? Ja, die Platte ist wieder weg. Okay. Moment. Oh, das geht. Platte wieder hin. Moment. Ja, wir können hier leider auch nicht alles wegnehmen. Das ist das Blöde an diesem Teil. Was mache ich denn hier? Moment. Da drauf? Ja, warum nicht, ne? Wir kriegen das ja nicht weg. Es sei denn, ich mache dasselbe. Moment, hab eine andere Idee. Wir haben doch von dem. Moment, die Wände. Wir haben doch diese Halbhohen. Vielleicht können wir die verwenden und dann da einen Boden drauflegen. So vielleicht. Ja. Sieht denn das aus? Das passt doch. Ja, ist nicht ganz gerade. Oder? Doch, sieht gut aus. Das sehen wir eh erst später. Ganz klein bisschen. So, jetzt packe ich mal. Nee, die müssen wir wieder wegnehmen. Die nehmen wir auch weg. Wir nehmen die normalen Böden. Die haben nämlich nur Holz. So. Genau. Da können wir da die Waffen draufstellen. Zur Not kann man da Gebäude da draufstellen später. Und wir kriegen auch dieses Loch zu. So, eine Treppe brauche ich mal. Die passt ja nicht dafür. So, einmal. Kurzes Teil noch, so, das müsste gehen.
sehen, jawohl. Und jetzt machen wir hier den Boden gleich fertig. Dann haben wir hier... Das nehme ich schön zu. Wie sieht es aus? Ihr seht, wir haben jetzt kein Holzproblem mehr. Die Ladung müssen nicht in die Werkbank gelegt werden. Die kann man wirklich da immer mit sich rumschleppen. Hätte ich mal gleich machen sollen, statt mich so rum zu ärgern. Wie sieht's aus? Kommen wir da hin? Ja, das sieht gut aus. Da mache ich noch wieder eine Ecke rein. So, der kommt andersrum. Ich muss extra eine Treppe bauen. So, die noch hochholen. Gut, dann machen wir hier jetzt noch wieder die Platten hin. Das geht nicht. Das geht so nicht. Ja, weil ist doch ohne Mods ganz schön eingeschränkt. Das sehe ich auch, aber... Gut, dann müssen wir an den Querseiten schon mal... Okay, du kommst da lang, du kommst da raus. Nee, Boden. So, zu. Und an die Ecke kommt jetzt eine Waffe. Jawohl. Das machen wir zu, aber hier möchte ich noch im Bereich der Tür. Wo ist die Tür? Das müsste da sein. Ja, hier so. Da, wo das Ding ist, genau. Möchte ich für später schon mal so ein paar Wände haben. Nein? Kommen wir da vielleicht ein paar... Kriegt die nicht weg, die kann man nicht wegnehmen, seht ihr? Und deswegen müssen wir ein bisschen höher gehen. Das machen wir aber natürlich ordentlich. Ne? So, das machen wir nicht so unordentlich oder so. Mag ich das sehr. Ne, gehen wir unten. Ja, unten, oh Gott, genau. Rauskomme. Kann auch gleich wieder weg. So, dann machen wir das hier noch zu. Können wir schon die erste Waffe wieder hinrücken.
Hier haben wir auch noch eine. Und da hinten fehlt eine. Die müssen wir unbedingt haben. Die Platte mitnehmen. Rein damit. So, hier noch die Platten unten rein. Okay. Vielleicht sollte man das wirklich überall machen. Naja, müssen wir mal schauen, ne? So, die lagere ich auch wieder ein. Machen wir das gleich. Ja, wir machen das. Dann ist das erledigt. Dann haben wir das zu. Moment, wo ist denn vorne? Das Bein müsste vorne sein. Okay, eine Wand. Noch eine. Ups, andersrum. So. Ja. Ist das schon eine Wand? Ja, da ist eine. Gut, da. Super, da haben wir es jetzt doch zugemacht, aber das ist schon in Ordnung. So, sind die Platten alle in die gleiche Richtung? Jetzt muss ich nochmal runter. Gucken, wo ist der Eingang? Der Eingang ist dort. Ups. Jetzt bin ich doch runter. Nee, da. Hier ist der Eingang. Dann stellen wir genau da jetzt eine Waffe über. Müssen wir später nicht suchen. Ja, ihr seht, wir haben jetzt diese hohen Zahlen an 2500 und so an Stahl. Das kommt durch die Ladung jetzt, ne? Okay. Da steht eine Waffe. Nach innen müssen wir auch noch Waffen stellen. Wir stellen jetzt hier noch, ich würde sagen, eine hier hin. Und 1, 2, den stellen wir noch hier hin. Das Teil und das nehmen wir wieder weg fürs Erste. Ah, weg habe ich gesagt. So. Oder ein Stück rüber. Ich würde sagen, wir nehmen es ein Stück rüber. Irgendwann brauchen wir diesen Aufgang sowieso. So. Der kommt weg. Jeder kann jetzt hier so trennen. Jawohl, das passt. Steht aber auch nicht ganz auf dem Boden, ne? Das ist ja geil. Ja, das passt. So ist es gut. Wir haben jetzt überall. Hier sollten wir noch eine dazustellen. So, dass das Haus gut abgesichert. Wir sind noch nicht über 100. Wir müssen noch ein bisschen mehr aufstellen. Warum? Warum ist ganz einfach, weil Moment, ich konzentriere mich gerade. So, da, ne? Das war die Mitte, jawohl. Weil wir jetzt einen Schutz von 100 haben. 100 ist nämlich die Grenze von der Algorithmus besagt, dass 100
Nordpol irgendwo die Grenze ist, alles darüber ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir angegriffen werden an dieser Stelle, nur bei 2%. 2% ist immer, aber das muss mindestens 100 Schutz stehen, sonst funktioniert es nicht. Oh, keine Teerbeere. Keine Teerbeeren. Aha. Wir könnten das Teil, naja, wir könnten auch noch eine zweite Treppe bauen, das muss ich jetzt aber nicht machen. Hier ist, also haben wir ihm eigentlich die Kiste schon gegeben. Ich will das mal speichern. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kiste dabei habe. Und hier. Hallo. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich nicht bemerkt habe. Ich war nur in meiner Arbeit versunken. Also, was meinst du? Schön. Ich hab doch, Ja, es ist schön. Wirklich schön. Du hast da auch ein Auge für, oder? Das ist ein echtes Gidea Buttercup. Die Spezialausgabe von 2076. Vor dem Krieg das beste Spielzeug auf dem Markt. Jammer, schade. Mir fehlen die Teile, um das alte Mädchen wieder zum Laufen zu bringen. Du hast wohl nicht zufällig eine Kiste mit Spielzeugteilen dabei? Mist, wo haben wir die? Was brauchst du? Omnidirektionale Servos. Piezoelektrische Aktuatoren. Supraleitendes Drahtgitter. Das war Spitzenzeug. Selbst vor dem Krieg. Das liegt nicht einfach so rum. Offenbar haben wir die nicht. Nein. Natürlich nicht, aber... ich glaube, ich weiß, wo man das finden kann. Nicht der glamouröseste Auftrag, aber ich zahle auch. Interesse? Jo. Hatten wir eigentlich schon gemacht. In Ordnung. Schon gemacht. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Solche Teile gibt es nur an einem Ort. In der alten Atomatoys-Fabrik südlich von Quincy. Ich bin ganz offen. Das ist auf der anderen Seite des Commonwealths. Die ganze Gegend ist eine Todesfalle. Ganger und Schlimmeres. Selbst für dich könnte es da zu heftig sein. Aber wenn du mal da bist, vergiss mich nicht. Also, wo war ich? Wo haben wir diese Kiste hingetan? Ey, da hat sie nicht. Wir müssen nach Hause. Ich habe die, glaube ich, zu Hause abgelegt. Wieso habe ich die denn abgelegt? Oh, ich bin aber auch manchmal schusselig. Ich hab doch... Dann kann die doch nur in der... Oder wir müssen da echt nochmal hin. Das kann jetzt nicht wahr sein, ne? So wegen der doofen Kiste da nochmal hin müssen. Die haben wir doch mitgenommen. Das ist so chaotisch bei mir immer. Warte mal. Haben wir denn jetzt was verbraucht? Ja, hier seht ihr, Porzellan haben wir ein bisschen verbraucht, Schrauben. Hier vom Stahl haben wir was verwendet. Hier Öl auch ein bisschen. Ja, Gummi. Ja, ne? Also kleine bisschen. Wir müssen nochmal nach Sanctuary, die Ada und ich. Hey, wir beide müssen los. Wir haben Sicherheit geschaffen. Wir gehen jetzt, es wird schon wieder hell, ja, direkt nach Sanctuary. Wenn, dann ist das ein Sanctuary, das Material. So. Fehlgeschlagen bei der Verteilung. Was sollen wir eigentlich überall machen? Ja, wir sind nicht so schnell, wir sind nicht so fix. Wir haben andere Sachen im Kopf. Was habe ich denn jetzt hier? Die Unaufhalte, das sind nur die... Dings, ne? Die kybernetische Spur. Nee.
Also hier nicht. Da auch nicht. Kiste, ich glaube, ich nehme die nochmal wieder mit, ne? Naja, viel haben wir nicht. Könnten wir aber trotzdem vielleicht aufpoppen. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Hoffe, dass jetzt hier drin liegt. Gidi Up Buttercup. Wir hatten irgendwas mit Gidi Up Buttercup. A, B, C, D, E, F, G. Moment. Wo sind diese Sachen? Also ich verstehe das nicht. Wir haben das definitiv gespielt. Wo habe ich die denn hingetan? Da müssen wir da doch nochmal hin. Ich weiß aber auch, dass ich das gespielt habe. Das ist ärgerlich jetzt. Ja, dann müssen wir nochmal GD Buttercup spielen. Ja, alles doppelt. Haben wir das in Hangman's Alley? Keine Ahnung. Habe ich die das etwa verkauft? Das glaube ich nicht. Was? Hey, Carla. Ja. Schon wieder. Nein. Willst du handeln? Zeig mal, was du so hast. Ich verkaufe immer gern. So, ich hoffe, du hast jetzt nicht mein Giddy Up Buttercup. Nee, hast du auch nicht. Ladung hast du jetzt, ja. Jetzt kommst du mit dem Kram, ne? Und wieder so teuer. Du bist so teuer, meine Liebe. Du bist einfach zu teuer. Was können wir denn eigentlich? Die ist doch gar nicht weg gewesen, ne? Spielt ja gar nicht an, hat sie. Die ist doch gar nicht weg gewesen. Hab ich denn was als Gegenlohn? Moment. Nee, dann lassen wir das. Das ist mir zu blöd. Ich gehe jetzt hier mal aus meinem Ding raus, so. Dann gucke ich mal, ob wir sowas nicht herstellen können. Bitte Granaten. Abrissexperte. Wir haben jetzt das Material, deswegen können wir das. Ja, weil wir jetzt die Ladung haben, können wir das, ne? So, das sind 20 Stück. Sind 10 Pfund. Genau. Ich ärgere mich. Das ärgert mich jetzt, dass ich... Wir hatten... Ich weiß, dass wir das gespielt haben. Wir haben... Waren doch extra hier unten. Abgeschlossen. Nur wo habe ich denn das Ding hingelegt? Die geteilte Kiste. Schade. Hängen wir zu Ellie? Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Wir gehen nochmal nach Hängen wir zu Ellie. Ich klapper jetzt erstmal alle Siedlungen ab. Ich springe allerdings. Ich nehme das jetzt auch nicht auf. Wir sehen uns dann, wenn ich es wieder habe. Oder wir sehen uns an der Wilse Turbo Toys. Ja, wir sind jetzt ein paar Siedlungen abgesprungen. Red Rocket, Sunshine Tiding. Ich gucke jetzt hier nochmal kurz rein. Hier ist noch Wasser und Tattoos. Lukas steht hier. Nur ein bisschen handeln. Ich will nicht handeln. Ich will eigentlich wissen, was los ist. Hier war nämlich ein Angriff. Und wir haben keine Waffen aufstellen können, weil uns das Material alle war. Na, Lukas? Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken ja, verdienen. Ja, schützen solltest du sie lieber. Denn, Lukas? Ich biete Rüstung zum guten ist Preis, gut. Falls es dich interessiert. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. So, er hat jetzt hier auch so ein paar
Ladung. Ich gucke mal in meine Liste. Moment. Ja, Lucas hat ballistische Faser und Fiberglas. Leder, Stahlstoff. Leder, Stahlstoff. Ja, so stimmt meine Liste. Super. Wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich suche nach wie vor die Teile. Patronen wären noch ganz gut, aber auch die hat er nicht. Vielleicht haben wir noch ein klein bisschen Kram dabei. Da sind unsere Granaten, die wir selber herstellen konnten. Wie sieht es denn mit Wasser aus? Was gibt er uns denn da? 165. Gut. Hier ist noch ein Kürbis. Mais behalte ich. Wie viel sind das? Jawohl, das passt. Die Tattoos kannst du auch haben. Die Teerbeere. Mais behalten wir. Das bringen wir noch nach Hangman's Alley jetzt gleich. Ich muss noch was zu essen haben. Die ID-Karte haben wir. Wir waren schon da. Das weiß ich, dass wir da waren. Ich weiß doch wieder nicht, wo ich das hingeschmissen habe. Ich hoffe, ich habe das nicht verkauft. Eigentlich packe ich das doch beiseite. Habe ich denn vielleicht in Hangman's Alley noch eine Kiste? Ja, müssen wir mal schauen. Okay, dann nehmen wir ihm das schon mal ab. Gut. Ich gehe jetzt erstmal weiter mit Ada. Wir waren jetzt hier. Wir könnten jetzt nochmal Breakheart. Kinderkrippe könnten wir gleich nochmal gehen. Wir sind ja noch hier oben. Da war ich schon, da ist nicht. Da habe ich kein Material mehr gehabt. Ich muss das irgendwo hingeschmissen haben.